Hallo, meine Lieben. Heute haben wir einen köstlichen Salat zum Mittagessen. Es liegt nicht so schwer im Magen und ist doch schön sättigend. Ein Salat, von dem man nicht genug haben kann. Viel Freude beim Anschauen, Nachbereiten und Genießen. Ich habe ca. 500 Gramm Kartoffeln geschält. Jetzt schneide ich sie in kleinere Stücke. Also schaut mal so ungefähr. Und die werden jetzt gekocht. Gekocht, bis sie weich sind. Dazu gebe ich Salz, einen Teelöffel. Ich habe hier zwei Eier, gebe dazu Salz, das ist so ein bisschen weniger wie ein halber Teelöffel. Verquirlen. Jetzt werden sie in etwas Öl, wie so ein Fladen, wie so ein Pfannkuchen angebraten. Und das mache ich dann zweimal, also mit insgesamt vier Eiern. Ich habe hier etwas Öl in der Pfanne. Und der kommt hier raus. Ein bisschen Schale ist dabei. Na, den habe ich nicht gesehen. Jetzt. Okay, und jetzt bei schwacher Hitze, also mittlere Hitze, nicht zu heiß anbraten. Den kann man vorsichtig wenden. Hoppa. Jetzt ist er fertig. Dauert nicht lange, geht ganz schnell. Den hole ich raus und in derselben Pfanne in etwas Öl brate ich eine Zwiebel an. Eine halbe Zwiebel, die habe ich halt mal so klein geschnitten, in Viertel nochmal anbraten, bis sie schön Farbe bekommt. Die Kartoffeln sind weich gekocht. Die brauchen auch nicht lange, vielleicht 10 Minuten, 12 Minuten, dann sind sie auch schon fertig, weil sie so klein geschnitten sind. Ich hole mir auch immer vorher eine Kartoffel raus und probiere, ob sie zum einen weich ist und ob auch genug Salz drin ist. Schaut mal, ich habe hier die Zwiebel. Die gebe ich hier drüber. Und jetzt sollte das gut auskühlen, weil wenn wir jetzt Salat drauf machen, dann wird er matschig. Ich habe hier einen halben Eisbergsalat. Den schneide ich, schaut mal, in so kleine Stücke, so ungefähr. Eine Spitzpaprika habe ich gewaschen, die Kerne entfernt und nun in kleine Stücke schneiden. Eine kleine Gurke habe ich gewaschen, auch in kleine Stücke schneiden. Die beiden Eierfladen habe ich hier, die schneide ich in auch kleine Stücke. Schaut mal so. So ist es fein. Zu den abgekühlten Kartoffeln gebe ich jetzt den Salat, die Gurken und die Paprika. Die Eier. Jetzt habe ich hier 150 Gramm Weichkäse, den werde ich auch noch klein schneiden. Der kommt hier dazu, kleine Würfel. Und jetzt was Grünes, Petersilie, Schnittlauch oder Dill. Ich habe hier sogar noch ein bisschen tiefgefrorenen, das macht nichts. Jetzt gebe ich darüber Öl. Entweder man gibt Olivenöl, das man mag, oder Pflanzenöl. Naja, oder halt Öl, was ihr gerne isst zum Salat. Dann salzen und pfeffern nach Geschmack. Gut umrühren und genießen. Freunde, das war's für heute. Probiert es unbedingt aus. Das ist ein sehr sättigender, sehr, sehr leckerer Salat. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Video. Eure Xenia.